Tja, unerfreulich. Der Müller, da droht schon wieder. Sagen Sie mal, Herr Müller, was haben Sie eigentlich gegen die Feiernden? Hat sich von denen schon mal irgendwo jemand angesteckt? Wollen Sie vielleicht das Küssen verbieten? Das ist doch höchst ansteckend, oder? Bei Ihren Macken sind, glaube ich, nicht ansteckend. Also ich kenne nicht so viele Leute, die damit gehen, die jetzt glauben, dass es sinnvoll wäre, was sie da tun. Und wir leben hier in Berlin und wir sind eine freie Stadt. Und ich bin auch mal nach Berlin gegangen, weil es halt hier ja, relativ locker zugeht. Ne? So, zack, Maske, ne? Maske wieder runter, alles gut. So, und die Blockwart-Mentalität war hier immer eigentlich am geringsten ausgeprägt. Und das ist natürlich jetzt auch ihr Problem. Und deswegen drohen sie. Aber das geht nach hinten los. Ne? Also die SPD in Brandenburg. Und mit den anderen wird das auch noch passieren. Mit den Jungs da an der Seite, da die Linken und die Grünen, die tröten ja ins gleiche Horn. Und das kann man ja genauso wenig ernst nehmen. Und tja. Was soll ich Ihnen jetzt noch sagen? Also ich bin jetzt akut gefährdet durch den Koronismus, sagt mein Arzt. Mein Puls, der ist so hoch, dass ich jetzt diese Scheißmedikamente nehmen muss. Und ich finde, Sie sollten mal eine Zweitstatistik aufmachen, in der Sie die Corona-Maßnahmentoten führen. Die Selbstmörder, die ihre Existenzen verloren haben, die Alten, die dehydriert sind in den Altenheimen, weil ihre Pflegekräfte nicht mehr da waren, die Menschen, die jetzt Herzrasen haben und demnächst dann auch nicht mehr zur Verfügung stehen für irgendwas hier und wenn sie Pech haben, auch sterben. Ja, also ich atme schon sehr schwer, das ist schon wahr. Und hier braucht in Berlin überhaupt niemand zur Revolution aufrufen. Das passiert von alleine. Wir sind alle Kinder-Gandhis. Wir lieben den Frieden und die Liebe. Peace, ja. Und wir machen weiter Liebe und Peace. Und wir fühlen uns hier gut bei unserem Kaffee und draußen mit unserer Familie, mit unseren Lieben. Und wir gucken mit Besorgnis auf die niedrigen Totenzahlen, die sie in den Krankenhäusern produzieren, ja. Und wir gucken mit Besorgnis auf ihren Geisteszustand, der immer noch nicht dazu bereit ist, die Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Also diese Propaganda, die wir hier in unserer Presse finden, im Fernsehen finden, die ist höchst beunruhigend. Und insbesondere für die jetzt herrschende politische Klasse, denke ich mal, höchst beunruhigend. Also in Berlin brauchen sie für jeden Einwohner einen Hubschrauber, um den zu überwachen. Ne? Also weil unsere Lebensweise gibt das einfach nicht her, was sie hier vorhaben. Das ist einfach Quatsch, Blödsinn. Wegen der Infektionskrankheit, die man leicht in den Griff halten kann, dadurch, dass man die Gefährdeten schützt, statt alle als potenzielle Mörder zu deklarieren und einzupacken in Masken und irgendwelche Schutzanzüge und sie zu Blockwarten zu machen. Ich glaube, das war nie ihr Lebensziel, oder? Von wem haben sie das gesagt gekriegt, dass sie das machen müssen? Also, ich lasse mir sowas nicht erzählen. Bei mir hat das Konsequenzen. Das ist völlig klar. Ich habe das mit meiner Frau besprochen. Also, ob das jetzt bis zum Frühruhestand führt, das weiß ich nicht. Aber möglich ist auch das. Auf jeden Fall kann das auch ganz andere Konsequenzen haben. Eine Reduzierung meiner Stundenzahl, dass ich als Lehrer nur noch von zu Hause unterrichte, dass ich den Job nochmal wechsle in etwas Sinnvolleres als diese Blockwart-Scheiße, die sie mir da jetzt gerade aufdrücken. Ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt einfach mal, was da kommt von unserer politischen Elite, falls sie sich immer noch dafür halten. Ich würde ihnen den Rücktritt empfehlen. Ja, ich glaube, sie werden auch rücktreten in Kürze. Das machen sie doch selbst nur noch ein paar Tage mit, nicht wahr? Also, ihr guter Freund Bormann empfiehlt ihnen, entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach... Tschüss, Müller.